So, ich bin jetzt auf dem Weg zur zweiten Location, nach einem Tag Pause, ein paar Sachen ausgepackt, ein paar neue Sachen eingepackt, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Auf geht's. So Leute, ich bin angekommen. Ich glaube, das hier wird mein Schlafplatz für heute Nacht. Ist das nicht nice? Direkt das Wasser hier unten. Perfekt, um die Hängematte hier irgendwo zu spannen. Vielleicht da, das könnte ein bisschen zu schmal sein, aber da ist auf jeden Fall gut. Die Sonne geht da später unter. Wahrscheinlich da hinten auf. Ja, das ist doch mal eine Aussicht. So, ich habe gerade mal ein bisschen hier auf meiner Isomatte gechillt. In der Sonne gelegen, jetzt mache ich mir noch einen Schokoriegel rein und dann bereite ich mal die Feuerstelle ein bisschen vor. Ich will die ein bisschen tarnen, weil hier ist Campen nicht ganz so erlaubt und Feuer machen. Aber ich mache keinen Dreck, hinterlasse alles so, wie ich es vorgefunden habe. Nötig ist auch am Start. Also hoffe ich mal, dass es keine Probleme gibt. Aber viel zu schön hier der Spot, um hier nicht zu bleiben. Mittlerweile haben wir übrigens 7 Uhr und ich habe hier gerade ein paar Steine gefunden, die werde ich glaube ich jetzt mal ums Feuer platzieren. Dann ist das auch alles safe. Feuerholz gibt es hier auf jeden Fall massig, ist alles staubtrocken glaube ich. Ja. Und dann warte ich aber noch ein bisschen, bis ich es anmache. Hier nicht für zu viel Aufsehen sorgen. Da unten liegt auch noch so viel Holz, war ich eben schon mal. Sollte wohl reichen. Sieht momentan eher aus wie so ein Grab. Aber ich glaube, der Stein hier gibt mir noch mal ein bisschen Sichtschutz da vorne. Falls hier nachts irgendwer unterwegs ist. Und ja, jetzt geht's ans Feuerholz sammeln. Ich habe schon mal ein bisschen Feuerholz gesammelt. Jetzt warte ich aber noch ein bisschen. Suche mir jetzt noch irgendwie einen Baumstamm zum drauf sitzen. Vielleicht noch einen Tisch. Irgendwie sowas wäre nice. Und dann kann es losgehen mit dem Kochen. Mittlerweile höre ich hier auch gar nichts mehr an Leuten. Eben hat man noch ein paar Stimmen aus dem Wald gehört. Aber ja, sonst ist es hier echt mega ruhig. Kein Vergleich zu der anderen Stelle von vorgestern. Richtig idyllisch hier. Hier kann man glaube ich auch ein paar Tage bleiben, theoretisch. Tisch gefunden. Scheiße. Da hat sich meine Isomatte gerade fast verabschiedet. Ja. Ich habe hier was schön zum Essen. Ja. Ein bisschen tiefer sein, aber geht schon. So, ich versuche jetzt mal die Hängematte aufzubauen. Das erste Mal, dass ich das mache. Mal gucken, wie es wird. Ich denke mal zwischen dem Baum da und dem Baum. Ist eigentlich ganz nice.
sollte eigentlich passen. Ja, das Video ist abgekackt, wo ich die Hängematte aufgebaut habe. Aber hat echt gut geklappt, hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert. So, muss mir mal eben Wasser holen gehen. Das fülle ich mir hier rein. Und dann kann ich meinen Wasserfilter mal ausprobieren. Den kann man nämlich auf normale Plastikflaschen schrauben und dann filtern. So, dann komme ich hier irgendwo runter, ohne mir irgendwas zu brechen. Hier sieht doch ganz gut aus eigentlich. Uiuiui. Ein bisschen matschig hier. Boah, ist das denn krass. Sieht man das? Das ist schon ein fucking riesiger Krebs. Holy shit. So, das ist auch eine Trinkwasserquelle hier. Aber trotzdem werde ich es filtern. Sicher ist sicher. Das ist chillig hier. So, jetzt probieren wir mal den Wasserfilter aus. Sieht er aus. Muss man einfach oben auf die Flasche schrauben. Soll angeblich bis zu 2000 Liter filtern können. Und dann? Sieht. Funktioniert. Jetzt wird sich hier gerade mal was gekocht. Es gibt leckere Instant-Nudeln. So, ich liege jetzt schon in meine Hängematte. Irgendwie 10:30 oder so. Aber die Vögel haben aufgehört zu zwitschern. Das heißt Schlafenszeit. Echt bequem hier drin, muss ich sagen. Vielleicht jetzt hier noch die Isomatte drunter. Die gibt Schlafsack. Und ja, echt warm eigentlich. Und gemütlich. So soll es sein. Gute Nacht. Guten Morgen. So, es ist kurz vor 5. Die Vögel legen schon richtig los. Arschkalt, aber. Feuer ist schon mal an. Und die Sonne geht langsam auf. Eigentlich ganz gut geschlafen. Aber ich habe die Hängematte hinten ein bisschen zu hoch gespannt. Vielleicht zu vorne. Deswegen bin ich immer wieder so ein bisschen runtergerutscht. Mal beim nächsten Mal ein bisschen weiter runter machen. Dann schläft man, glaube ich, auch was gerader.
mitten in der Nacht aus Versehen das Ventil von der Luftmatratze aufgetreten. Ist die ganze Luft raus. Muss ich nochmal aufstehen, aufpumpen. Danach aber umgedreht. Dann war es auch kein Problem mehr. Vorne geht die Sonne langsam auf. Beziehungsweise dauert wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder so. Ja. Und wieder die scheiß Flugzeuge, ey. Aber hier ist es bei weitem nicht so schlimm wie bei dem anderen Spot. War eigentlich echt nice. Die Nacht. Oh. Jetzt erstmal wach werden, gleich mal Wasser holen gehen. Und dann erstmal wieder einen Tee kochen. Gibt es jetzt hier lecker Dosenfleisch, Frühstücksfleisch und Brot mit Kräuterbutter. Das Fleisch ist auf jeden Fall ziemlich pervers, aber irgendwie auch ganz geil. Eine Menge Kalorien, auf jeden Fall gut. Gute Stärkung für den Tag. Angebraten schmeckt es eigentlich ganz gut. Die Sonne ist immer noch nicht ganz aufgegangen. Aber wir haben gerade mal 6 Uhr. Na, da hinten kommt sie. Oh, nice. Mal gucken, vielleicht gehe ich hier gleich mal ein bisschen ins Wasser. Eigentlich Bock drauf. So, ich baue das Camp jetzt schon mal langsam ab. Damit, wenn mich später hier irgendwer sieht, keiner sagen kann, ich habe hier gezeltet. Ich will hier aber trotzdem auschillen. So, ich habe alles zusammengepackt. Jetzt geht's wieder ab nach Hause. So, jetzt habe ich auch den Bock. Jetzt nach Hause.